Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei Onex TV auf Schweiz 5. In unserem heutigen Sporttag geht es um Golf. Genau gesagt, wir berichten ja immer wieder auf verschiedene Plätze, das heisst im In- und Ausland. Wir sind das Mal mit dem besten Golfprofi der Schweiz, mit dem Damian Ulrich, unterwegs gewesen. Mitgenommen haben wir drei Hobbygolfer. Wir sind auf dem Golfplatz Goldenberg bei Dorf in Winterthur gewesen. Ich habe zwei Gäste bei uns und ich darf begrüßen. Einerseits den Armin Schlittler. Zuerst mal herzlichen Dank fürs Gastrecht, dass wir hier da in Soiz aufnehmen dürfen. Und den Marcel Traber. Ihr beide sind ja ebenfalls ja mit dabei gewesen auf dem Trip, kommen wir aber ein bisschen später darauf zurück. Mich nimmt es eigentlich Wunder, wie sind ihr auf Golf gekommen? Habt ihr schon von früh angefangen oder habt ihr andere Sportarten betrieben, Mindli? Ja, also ich bin ursprünglich einmal ins Kunstturnen gegangen. Das war aber vor langer, langer Zeit gewesen. Dann ist man zum Fußball gekommen, weil mein Vater ist lange Jahre Präsident gewesen vom Sportclub Feld in Winterthur. Und dann ist es auf der Hand gelegen, dass man dort natürlich einsteigen tut. Ich habe 35 Jahre lang Fußball gespielt, bei verschiedenen Vereinen, aber am meisten natürlich da beim FC Salzach. Und Golf hat mich eigentlich schon lange immer interessiert. Ich habe es immer im Fernsehen geschaut und gedacht, ja, das wäre doch mal etwas, was man machen könnte und. Aber irgendwie hat sich die Gelegenheit nicht ergeben. Ich habe dann nach dem Fußball, nach dieser aktiven Karriere, wo ich bei den Veteranen haben müssen, verletzungsbedingt aufhören, bin ich ins Tennis gegangen. Und im Jahr 2005, ja richtig, habe ich einen Schnupperkurs im Winterberg ausgeschrieben gesehen, habe ihm spontan angerufen und gesagt, du, das ist ein günstiger Kurs, Golfen wäre doch etwas. Das Jahr vorher haben wir es mal in der Ferien von außen angeschaut. Wir sind gegangen und schon von der zweiten Lektion an haben wir gesagt, ja, weil das ist unsere Sportart. Und das ist dann so auch entstanden. Messe, auch du Fußballer gewesen oder Kunstturner? Nein, ich habe nie Kunstturnet, auch nie Jugi. Also mit Turnen hatte ich gar nicht etwas im Hut gehabt. Ich habe aber natürlich auch ewig lang Fußball gespielt, Juniorenzeit, dann noch bei Wiel und dann aktiv beim berühmten FC Wieslig. Und dann von dort her eigentlich den Rest von der Karriere beim FC Soizi. Ich hatte dort dann auch noch ein bisschen Funktionen gehabt im Vorstand und. Und ich bin eigentlich ganz ähnlich nach dem Fußball ein bisschen früher wie der Armin, auch verletzungsbedingt zum Tennis. Hat dort auch noch ein paar Jahre gemacht und eben, wie er schon erwähnt hat, ist irgendwann der Schnupperkurs gekommen. Und das, so wie er sagt auch, es ist wirklich die zweite Lektion, habe ich auch gewusst, also das ist es. Ich bin eigentlich fast schon, da schon enttäuscht und dachte, das hätte ich so 10 Jahre früher machen oder noch. Das stimmt, ja. Aber es ist einfach, wie es jetzt halt ist. Und seitdem machen wir das gerne. Messi, jetzt muss ich aber gleich noch schnell nachhaken. Du hast gesagt, beim berühmten FC Wiesig, also für die lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, die es nicht kennen, das ist im Töstal. Was war denn da berühmt gewesen, im FC Wiesig? Oder berüchtigt, oder? Also berüchtigt ist eigentlich die dritte Mannschaft vom FC Wiesig. Die haben sich Haguaren genannt. Und bei denen hat es seinerzeit noch der ehemalige Schwergewichts Box-Schweizermeister, das war etwa 10 Jahre Schweizermeister, der Rudi Meier, hat dort noch mitgeschuttet und hat auch zum Teil im Winter so gewisse Kraft- oder Konditionstraining für alle geleitet. Die sind dann wirklich ans Leben gegangen. Da hat man dem Typ gar nicht zutraut. Der war eher schon ein bisschen übergewichtig gewesen, aber bärenstark halt einfach. Und berüchtigt war dann vor allem nach dem Training im Restaurant Sonne. Gut, lassen wir das weg. Wir gehen wieder zum Golfsport. Mindli, wir haben es gerade gehört, als ihr angefangen habt. Was ist denn die Faszination für dich persönlich im Golfsport? Ja, das ist eigentlich das Ganze. Erstens mal, du gehst mit der Vorbereitung. Du fängst an, das geht beim ersten Schlag schon los. Dort denkst du immer, hoffentlich läuft es gut und so weiter. Und halt einfach jeden Schlag. Es ist einfach, du kannst x-mal über den gleichen Platz hineingehen, aber jeder Schlag ist anders, der Ball liegt anders. Du bist immer in einer anderen Verfassung. Die Verhältnisse sind anders. Es ist trocken, es ist nass, es ist windig. Und das macht es aus. Und du hast Freude an jedem gelungenen Schlag. Und schön ist, du kannst Turnier spielen mit Leuten, die viel, viel besseres Handicap haben. Mit dieser speziellen Wertung Stableford bist du auf Augenhöhe in der Nettowertung. Und das macht es vielleicht aus, dass du dann da sagst, ah, ich will das doch auch und vielleicht kann ich den anderen dort schlagen und. Also es ist einfach das Ganze drum und dran. Dann natürlich die Bewegung, 4-5 Stunden
so einen Umgang in der Natur raus. Also stimmt einfach alles. Messi, deine Faszination etwa ähnlich wie das Traminga gesagt hat? Ja, das kann man natürlich so sagen, ja. Es ist wirklich einfach jedes Mal ein Erlebnis, wenn du früh am Morgen einmal gehst, also um die Sydney herum, wenn man fast noch den Tau auf dem Rasen, also auf dem Fairway hat. Man sieht jetzt gerade in unserem Heimclub im Goldenberg natürlich alle möglichen Arten von Tieren, wenn man ein bisschen Glück hat. Also wir haben sogar einmal eine Wildsau gesehen, oder? Nur von weitem allerdings. Aber nicht getroffen. Oder? Ja, Gott sei Dank. Die haben wir hier gesehen. Und man sieht dann natürlich auch die Spuren, die hinterlassen auf diesen Fairways. Wenn die da irgendwelche Engerlinge oder was auch immer die essen, am Suchen sind, dann gibt es dann rechte Gräben in die Plätze rein. Aber man hat auch schon noch Fuchs, habe ich schon gesehen, alle möglichen Arten. Mhm. Und die Faszination für den Mensch, für mich, ist einfach bei diesem Spiel, eben, man ist nie fertig. Man hat 2 gute Schläge oder 10 gute Schläge, fühlt sich top gut, auch heute, auch endlich geht es mal. Und dann kommt das nächste negative Erlebnis. Irgendwo macht man wieder etwas völlig Falsches, trifft nicht recht. Ja, das ist, man lernt auch ein bisschen Demut auf dem Golfplatz. Jetzt Ramin hat ja gerade das Handicap angesprochen. Was sind so eure Handicaps? Also meins ist im Moment 25-7. Ja, ich spiele 17. Mhm. Meine Zielsetzung ist zwar noch bis Ende Saison ins 15. runterzukommen. Ja, müsste ich noch ein bisschen mehr Turnier spielen und vor allem noch ein bisschen Wettkampfglück haben. Mhm. Aber die Zielsetzung ist immer noch. Ist immer noch da. Jetzt ist es so, im Golfsport muss man ja zuerst Platzreife schaffen, bevor man überhaupt darf Golf spielen auf dem Golfplatz. Wo haben die die gemacht und was war für euch das Schwerste daran gewesen, Messi? Also ich habe im Winterberg einen ersten Anlauf genommen, irgendwann am Morgen mit Armin zusammen. Es hat wunderbar angefangen, hat dann aber eigentlich Katastrophen abgeschlossen, also es hat nicht ganz gelangt. Hat dann die Platzreife. Das so schlimm ist jetzt also auch nicht gewesen. Ja, es ist. Ja, vielleicht muss ein Punkt gefällt. Aber was braucht es für Platzreife? Man braucht 9 Punkte, muss man erreichen auf diesen 9 Loch im Winterberg. Und ich habe 8 erreicht. Es war ärgerlich gewesen, habe dann aber das etwa einen Monat, anderthalb Monate später in Lipperswil nachgeholt. Ich bin also extra auf Lipperswil gegangen. Hast du bringt mehr Glück, Lipperswil? Nein, es hat sich nicht mehr so ergeben mit dem Winterberg. Und ich habe dann gerade über meinen damaligen Golflehrer, den ich hier in Stadl kennengelernt habe, der hat mir das vermitteln, dass ich dort in Lipperswil mit einem Pro und noch 2 Damen seinerzeit, dass wir hier an einem Abend die Platzreife absolvieren können. Und dir, Armin, ist es von Anhieb an gelungen? Ja, ich habe dort 2 Punkte mehr gemacht wie der Messe, wobei ich im letzten Schlag einen Traumschlag hatte. Der hat mich natürlich rausgerissen, weil vorher bin ich auch ein bisschen im Elend gewesen. Und ja, es ist natürlich ein schöner Tag, da hast du richtig Freude natürlich und geniessest es auch. Es ist ja nicht nur alleine jetzt Golf spielen auf dem Platz, du musst ja noch eine Prüfung machen, eine Theorieprüfung. Und die geht, wie lange ist sie gegangen? 1,5 Stunden. Also über die ganzen Golfregeln, über Etiketten. Kommen wir dann noch später auf die Etiketten zurück. Jetzt, ihr habt ja gesagt, Goldenberg, das ist eure Heimatanlage da in der Nähe von Winterthur. Warum geht Goldenberg? Was ist da vielleicht die Faszination? Wie sind ihr auf den Goldenberg gekommen? Ja gut, als wir die Platzreife gemacht haben, haben wir gesagt, gut, jetzt wollen wir golfen und dann sind wir bei der ASGI beitreten. Also das ist die Vereinigung der klublosen Golfspieler. Und es war irgendwie nicht so glücklich, weil du hast überall fragen, darfst du nicht mit der Platzreife. Über das Wochenende hast du schon gar nicht dürfen. Und eigentlich für uns war es klar, nach kurzer Zeit, das ist keine Lösung. Wir sind da viel zu fest angefressen von dem Golfsport und wir wollen ein bisschen mehr spielen. Und nicht jedes Mal müssen uns, weiss ich wie, organisieren. Und dann haben wir mal geschaut, was für Golfclub kommen da in Frage. Dann sind wir mal in Lipperswil spielen. Das ist auch eine schöne Anlage. Ist ja von der Distanz her, ich arbeite das Frauenfeld, von der Distanz her wäre es vom Arbeiten noch gut gewesen. Aber von da aus halt doch auch wieder fast eine halbe Stunde. Dann sind wir mal in Goldenberg raus spielen. Und das war mal im Oktober gewesen. Ich weiss es noch. Das war, glaube ich, am 17. Oktober gewesen, 2005. Und beim Loch 6, sind wir den Berg aufgelaufen
Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, das ist mein Club, das ist mein Platz. Das hat mir einfach gefallen, die ganze Anlage. Dir, Messe, auch gerade auf Anhieb, dich verliebt in Goldenberg? Ja, als wir fertig waren, ja. Es hat uns dann, wenn es mir recht ist, am 11 Uhr, hat uns einen aufgeholt von hinten. Und das hat man ja eben dann gelernt vorher, dass man einen einzelnen Spieler durchlaufen lässt, also dem es den Vortritt gibt. Der ist aber dann eigentlich, als er auf unserer Höhe war, hat er da ganz nett gefragt, ja, kann ich mit euch fertig spielen, oder? Stört euch das? Haben wir gesagt, nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben dann eigentlich auch ein bisschen gekämpft vom Gesehen her und auch so die einen, ja, nicht nur vom Gesehen, vom Fußball her, das ist auch ein ehemaliger Fußballer, der Bruno Lüthi. Und der ist dann mit uns bis zum Schluss mitgespielt und dann hat er uns eingeladen für einen Drink im Clubhaus. Auf seine Rechnung eben und hat das einfach noch ein bisschen über den Goldenberg erzählt und dann habe ich auch das Gefühl, das ist es, also wenn da die Mitglieder so zwei Fremde am ersten Mal so begrüßen und zu einem Drink einladen, das ist eine Atmosphäre, die mir gefällt. Und dann ist es eigentlich gelaufen gewesen. Auch wir von OneX TV sind ja mit unserem Kameramann, mit dem Kevin Feutz auf dem Goldplatz Goldenberg mit dabei gewesen, haben dort die ganzen Sachen aufgezeichnet. Vor allem sind wir mit den Golfern mitgegangen. Aber zuerst haben wir natürlich mit dem Clubmanager, mit dem Andreas Sprenger und dem Head Greenkeeper Hans Watzinger geredet. Und sie stellen jetzt euch schnell die Anlage vor und eben den Beruf Greenkeeper. Golfclub Schloss Goldenberg zu beschreiben. Wir sind im Zürcher Wieland, eingangs Zürcher Wieland, hier auf einem leichten Hügel. Das heisst, wir haben eine sehr schöne Rundsicht von unserem Club. Der Golfclub Schloss Goldenberg selber ist ein Privatclub. Das heisst, wir sind nicht kommerziell ausgerichtet, sondern wir sind auf unsere Mitglieder eigentlich fixiert. Und wir versuchen auch unsere Mitglieder und unsere Gäste ein bisschen zu verwöhnen und ihnen einen speziellen Tag, ein spezielles Golferlebnis zu bieten. Die wichtigsten Daten vom Golfparcours zeichnen sich sicher aus durch die Landschaft, die wir haben bei uns oben haben. Wir haben nicht einen wahnsinnig langen Platz mit knapp über 5 km. Wir sind aber sehr schön in die Landschaft eingebettet. Das heisst, wir haben auch einmal eine Aufwärtslage, eine Abwärtslage, die man spielen muss, aber immer begleitet von dieser sehr schönen Aussicht. Im Golfclub Schloss Goldenberg dürfen auch Gäste spielen unter der Woche. Das heisst, sie dürfen nicht nur spielen, sondern sie sind bei uns herzlich mitgekommen. Wir sind zwar im Golfclub Schloss Goldenberg ein Privatclub, aber wir sagen immer, wir sind ein Privatclub mit einem offenen Gästecharakter. Das heisst, wenn wir kein Turnier haben unter der Woche, haben wir sehr gerne Gäste bei uns oben und freuen uns, auch die dürfen zu bewirten. Am Golfsport fasziniert mich, dass Golf sicher ein ganz schwieriger Sport ist. Das ist bestimmt etwas, das uns immer wieder da raustreibt. Jeder gute Golfer macht einmal einen Schlag wie ein Anfänger. Jeder Anfänger macht einmal einen Schlag wie ein Profigolfer. Golfspiel wird nicht durch andere Mitspieler beeinflusst. Das heisst, sie haben nicht einen Gegner, der einem einen schrägen Ball gibt oder einen schrägen Pass gibt, sondern sie sind mit dem Ball und mit dem Parcours, wo sie versuchen, ihre Fähigkeiten zu bewältigen und auszuschaffen. Ich selber spiele aktiv Gold, habe ein Handicap von 4,5, aber natürlich als Clubmanager kommt man nicht mehr so oft zum Spielen. Der Greenkeeper ist eigentlich ein Landschaftsgärtner, der auf dem Golfplatz arbeitet. Der tut die ganze Anlage so pflegen, dass der Spieler nachher eine einwandfreie Anlage hat zum Golfspielen. Der Greenkeeper ist für die folgenden Details verantwortlich. Er tut auf dem Rasensektor vor allem das Green, das ist das Wichtigste, pflegen. Also das Green, das ist dort, wo die Fahne steht. Das ist die wichtigste Fläche auf dem Golfplatz. Wenn das Green nicht läuft oder schlecht ist, dann hat der Golfer keine Freude.
dann kommen sie auch nicht so gern. Und ja, ein Golfclub wird auch ein bisschen gemessen. Es hat aber natürlich auch anders, also die ganzen Rasenflächen, das ist etwa rund 3/4 der ganzen Anlage, wird gepflegt, alltag, dass alltag eine einwandfreie Anlage ist. Neben dem haben wir aber auch Extensivflächen, das heisst Wiesen, Raff, da haben die Spieler zwar nicht so gern, aber gehört auch dazu, gehört auch zu der Schönheit von einem Platz. Und ja, wir sind einfach das ganze Jahr da, um das einigermaßen parkähnlich zu gestalten. Die Ausbildung ist folgendermaßen: Man sollte vorteilhaft von einem grünen Beruf kommen. Dann arbeitet man auf einem Golfplatz als Praktikum schon. Und tut dann begleitend macht man Kurs oder so Blockkurs sind da oder so Modul werden jetzt angeboten in der Schweiz seit neuestem. Ich persönlich habe jetzt die Ausbildung noch im Deutschen gemacht. Das sind, wie gesagt, so Blockkurse, vor allem im Winter dann Theorie und so Praxiswoche im Sommer. Die Zusammenarbeit mit dem Anlagebetreiber ist bei uns so, wir sind ja ein Privatclub. Ich bin angestellt vom Golfclub, der von einem Vorstand geführt wird. Und die Zusammenarbeit ist eigentlich sehr eng, also vor allem mit dem Geschäftsführer und mit dem Platzchef, der Platz, also im Vorstand, vertritt. Und wir sind eigentlich täglich sind wir in Kontakt und versuchen immer eigentlich das Beste rauszuholen für den Golfbetrieb. Im Golfsport verbunden sollte ein Greenkeeper eigentlich auch sein. Also er sollte ein bisschen wissen, wie es läuft beim Golfen. Ist es ein bisschen einseitig zum Teil, aber man kennt nur die einseitigen Probleme. Und ich habe eigentlich schon, als ich angefangen habe, vor 17 Jahren, habe ich angefangen Golf zu spielen. Ich gehe in der Woche vielleicht einmal spielen und habe auch sehr Freude daran. Eben auf dem Platz, wir haben ja hier die Sequenzen gesehen. Es ist ja wunderschön, auch wenn man runterschaut, also die Weinberge und die Reben, also wirklich ein super schönes Panorama. Aber ihr könnt ja nicht immer runterschauen, ihr spult nämlich recht Kilometer ab. Und da muss man sagen, es ist ja wichtig die Fitness und die Ernährung. Wie wichtig ist das für euch, also Fitness und Ernährung? Ja, eigentlich ist das sehr wichtig. Ich habe dann auch gemerkt, beim Golfen, viele Leute sagen, ja, Golfen, das ist doch keine Sportart. Und ich habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Wenn du nicht irgendwo eine gewisse Grundkondition hast, eine Grundfitness hast, dann kommst du Mühe über mit 18 Loch. Also dann hast du irgendwo, je nach deinem Zustand, nach zwei Drittel, also beim 13, 14, beim 16, 17, magst du nicht mehr. Und dann lässt Konzentration an und dann fliegen die Bälle nicht mehr so, wie du dir eigentlich vorstellst. Das heisst, du musst also halt schauen, dass du auch entsprechend vorbereitet gehst, vor allem auch an ein Turnier, dass du aber auch auf der Saison, während der Saison halt immer etwas machst, nebst dem Golfen, also ich gehe jetzt joggen oder Velofahren oder was wir miteinander machen, einmal in der Woche, Kickboxen. Kann man sich fragen, was hat jetzt das mit der Fitness fürs Golfen zu tun? Seit wir das machen, muss ich ehrlicherweise sagen, ist meine Beweglichkeit viel besser geworden, weil dort trainierst du natürlich von oberst bis zu unter praktisch jeden Muskel. Und Beweglichkeit, Drehen und, das hat sich spürbar verbessert. Und das siehst du dann auch entsprechend in der Verbesserung des Handicaps oder von der Spielweise. Aber Ernährung, meinen wir da viel Flüssigkeit oder Bananen? Was nimmt man da so mit? Meine, sind doch 5 also während dem Spielen meinst du? Während dem Spielen, genau. Wasser, ja. Und vorher nehmen wir da irgendwie Frucht zu euch oder sagen wir? Nein, also so weit sind wir jetzt nicht. Also wir sind immer noch Amateure. Also wenn es ein Turnier ist, ja, da musst du dich vielleicht ein bisschen seriöser vorbereiten am Abend vorher. Aber von der Ernährung her, ich glaube, auf unserem Niveau ist das nicht entscheidend. Fitness, haben wir gerade gehört, die beiden gehen ins Kickboxen. Was machst du noch nebst dem Kickboxen? Also ich habe dann vor 2 Jahren wieder angefangen mit Tennisspielen ein bisschen. Also ich bin angefragt worden von ehemaligen Tennismannschaftskollegen, von der damaligen Interclub-Mannschaft.
Die sind mittlerweile in der Kategorie 55 plus Senioren und dann haben die eine neue Mannschaft gegründet und da sind auch 3-4 Fußballer dabei. Und dann habe ich dann gedacht, ja gut, als Ergänzungsspieler kann ich dort mitmachen, oder? Vielleicht jemand ein Doppel. Und wie es dann noch so ist, ich habe natürlich auch jedes Mal noch ein bisschen Einzel gespielt. Da bist immer irgendeiner zu wenig, oder? Und wie gesagt, eben Kickboxen. Und sonst, also joggen tue ich eigentlich gar nichts mehr. Also das habe ich so lange, wir haben so viele Kilometer gemacht früher. Da habe ich jetzt also wirklich genug, ich habe das Gefühl, da habe ich jetzt genug gelaufen und gerannt. Also. Jetzt ist ja bei den Amateuren, ich meine, man geht ja Turnier, man will ja auch gut aussehen. Was sind eure so kleine Erfolge bis jetzt so in eurer Karriere, wenn man es so sagen kann? Im Golfen jetzt, also Golfen. Turniergolfen. Mhm. Ja gut, also bei mir ist es relativ einfach zu erzählen, was mein grosser Erfolg ist. Ich habe einmal an einem sogenannten Gnadenwochenende, habe ich einfach alles getroffen und habe in einer zweitägigen Clubmeisterschaft Stable Four allerdings, also Nettowertung. Kannst du vielleicht sagen Table Four für die Stable Four, was das genau ist? Das ist eine Zählart mit den Vorgaben, also du zählst pro Loch. Du hast deine Vorgabe und als schlechter Handicapper hast du halt mehr Vorgaben. Bei einem Loch, bei einem Paar 4, wo ein Profi oder ein Nullspieler 4 Schläge darf haben, damit er punkten kann, habe ich jetzt zum Beispiel 6 Schläge zu gut oder einfach 2 Vorgaben. Und das erlaubt mir eben auf dem gleichen Niveau praktisch zu spielen wie ein Guter. Weil ich mehr Vorgaben, wenn ich ein schlechtes Handicap habe. Und das ist eigentlich dann eine Meisterschaft eben für die, die mit Vorgaben spielen. Oder die Guten spielen ja sogenanntes Strokeplay, also wo jeder Schlag zählt, wo es viel schwieriger eigentlich ist, um gute Resultate zu machen. Weil dann kann man auch im Loch sein ganzes Turnier versichern und im Stable vor kannst du sagen, oh, das Loch kann ich nicht mehr holen, dann kannst du den Ball auflesen, hast immer noch genug Möglichkeiten. Und eben das eben Wahnsinnswochenende habe ich es dann in 2 Tagen geschafft und bin im Goldenberg oben Clubmeister geworden, im Stable Four. Was hat es gegeben? Pokal? Ein Pokal, ja. So ein Glaspokal, der hat seinen Platz gefunden bei mir zuhause. Staubfänger. Im Whiskyzimmer. Whiskyzimmer. Ja, Windli, zu deinem Erfolg. Ich weiss, du bist ja im In- und Ausland schon gespielt, ich meine, du auch. Was sind so deine Erfolge? Ja, das sind, der Erfolg sind die schönen Erlebnisse. Die schönen Erlebnisse, die man hat. Ich habe am Anfang eigentlich relativ schnell Fortschritt gemacht. Und durch das konnte ich eigentlich schnell mein Handicap abspielen. Du bist auch in den Turnieren relativ weit vorne gewesen, in der Nettowertung. Das muss man sagen, so wie er es vorher erklärt hat. Bruttowertung natürlich unter ferner Liefen. Aber trotzdem, durch das gehst du relativ schnell mit dem Handicap ab. Und das war eigentlich mein grösster Erfolg gewesen. Ich habe auch schon in einem Turnier oder in verschiedenen Turnieren bin ich vorne dabei gewesen. In der Clubmeisterschaft habe ich es dann leider nie geschafft. Dort habe ich immer irgendwo Pech gehabt. Und ja, dann die schönen Erlebnisse natürlich auf unseren Reisen ins Ausland, die wir machen. Wo wir auch gehen, Turnier spielen, aber auch mit den Leuten aus dem Club raus, wo wir da miteinander unterwegs sind. Das sind wirklich ganz lässige Wochen und die möchte ich nicht mehr missen. Ich wollte gerade fragen, wie ist das, wenn ihr auf der Flight seid? Ihr seid ja nicht immer zusammen auf der Flight. Man geht mal mit dem, mit der oder mit der Dame und so. Entstehen da auch echte Freundschaften? Golffreundschaften, sagen wir es so. Weil du siehst einander auf dem Golfplatz, du bist im gleichen Club. Du siehst einander außerhalb vom Golfplatz sehr, sehr wenig. Außer eben, wie gesagt, du machst miteinander vielleicht einmal noch eine Golfreise und so weiter. Dann kommst du einander ein bisschen näher. Aber Freundschaften im eigentlichen Sinn sind das nicht. Aber sehr gute Golffreundschaften und wirklich angenehme Kollegen, Kolleginnen. Ja, muss man sagen. Wobei, dass generell im Golfclub die meisten Leute untereinander ist ein gutes Niveau, ist wirklich auch eine gute Atmosphäre. Kann man sagen, ist man mit Jung und Alt ein bisschen zusammen, oder? Ja, das ist so. Wie bei den Turnieren kann man ja auch nicht wählen, mit wem man zusammen ist. Das wird von der Turnierleitung bestimmt. Und das ist, ich weiß nicht genau, wie sie es bestimmen, aber da haben wir, glaube ich, einmal, haben wir jetzt in den alten Jahren, sind wir, glaube ich, mal in einem gleichen Flight an einem Turnier gewesen. Mhm. Und ich mag mich auch sonst nicht erinnern, dass ich mit jemandem in all diesen Jahren zweimal schon in einem Flight gewesen wäre an einem Turnier. Also das hat dann eigentlich immer irgendwie neu gegeben. Und wie er Armin sagt, also man lernt ein paar Leute einfach noch ein bisschen besser kennen.
wie man mit denen nicht nur an den Turnieren spielt. Man hat natürlich eine gewisse Gruppe, wo man sich einfach trifft, wo man abmacht, einmal am Samstag einfach eine lockere Runde spielen. Also wir machen es eigentlich fast regelmäßig ab. Und das sind dann immer auch schon die gleichen, oder? Also dort gibt es ja, ein bisschen mehr zu erzählen und zu schnurren miteinander. Und wenn er auch sagt, also es sind dann schon richtig gute Kollegen auf dem Golfplatz, oder? Und auch nachher, um noch ein bisschen anhocken. Aber es geht tatsächlich nicht so weit, dass man jetzt wie mit richtigen Freundschaften, dass man da die mal die Heim noch zu einem Grill hat und dann mal mit denen an einem Sonntag noch miteinander gehen, essen. Das hat so weit ist es bei mir jetzt niemandem gegangen. Gibt es da neben der Heimanlage noch Anlage, wo man sagt, hey, das gehört oder zählt zu meiner Lieblingsanlage? Da gehe ich neben dem Goldenberg immer wieder gerne spielen. Amen. Ja, also in der Schweiz ist es sicher mal Alvanoi. Muss ich jetzt sagen, da sind wir jetzt auch schon miteinander. Alvanoi, das ist im Bündnerland, das ist in der Nähe von Filisur. Oder gerade vor Filisur, wenn man von Tiefenkastel herkommt. Und das war ursprünglich eine 9-Loch-Anlage, ist jetzt eine 18-Loch-Anlage. Und das ist wirklich ein schöner Platz. Da ist natürlich immer Geschmackssache bei den Plätzen. Die einen sagen, ja, das ist nichts, das gefällt mir nicht, hat mir zu viel Wasser und. Aber der gefällt mir persönlich jetzt sehr gut. Ein weiterer schöner Platz, muss ich sagen, das ist Lipperswil. Gefällt mir auch wenn nebenzu vielleicht manchmal ein bisschen Lärmemissionen sind vom Coneyland. Aber das gehört jetzt Lipperswil einfach dazu. Und im Ausland, da muss ich ehrlicherweise sagen, da hatte ich sehr schöne Plätze in Ägypten, in El Gouna speziell, oder auch weiter unten, Soma Bay und so weiter. Das sind wirklich sehr schöne Plätze. Und natürlich die mir am meisten gefallen, aber vielleicht hängt das mit dem Ganzen zusammen, das sind die in Portugal und Algarve. Also da haben wir jetzt letzten November dürfen auf dem Platz spielen, wo die Junioren-Europameisterschaft war. Das ist der Victoria in Villamura. Und der ist jetzt also wirklich sehr anforderungsreich, aber auch sehr schön. Und das sind alte Plätze zum Teil, mit grossen alten Baumbeständen. Die gefallen mir, sind sehr gut gepflegt. Also ja, das Ambiente ist dort unten gut. Und du kannst nicht sagen, nur dort. Aber es gibt so einige, die du ein bisschen mehr bevorzugen tust wie andere. Messe, deine Platz? Ja, also der erste, würde ich teilen, meine ist Alvanoi. Das war eigentlich mein erster Platz außerhalb des Goldenberg, wo ich gespielt habe in der Schweiz. Dem hat mir sehr gut gefallen das Jahr, wo wir da die Two-Player-Matchplay gespielt haben, der Frühling, in Domatems. Bin ich wahnsinnig überrascht gewesen, hat mir sehr gut gefallen, ist halt auch ein windiger Platz. Aber von der Anlage her sehr schön, ja. Was mir auf den ersten Blick auch sehr gut gefallen hat, war einmal Gonte. Hat sich dann ein bisschen relativiert, wo wir dann einmal ein Turnier gespielt haben. Es ist dann doch recht viel Verkehr auf dem Platz, weil das ist ziemlich eng zusammen. Die haben auch aus einem 9-Loch eine 18 gemacht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Bahnen relativ eng beieinander sind. Also man kreuzt sich zum Teil fast. Und wenn man dann eben an einem Turnier, wo sehr viele Leute auf dem Platz sind, ist es dann nicht mehr so wirklich lustig gewesen. Also für mein Empfinden. Ich habe es den Zuschauerinnen und Zuschauern gesagt, wir haben ja auch einen ausländischen Golfplatz. Wir sind in Siede gewesen, gehen jetzt im nächsten September auf Bratislava. Mal diese Plätze anschauen. Siede, hast du selber auch miterlebt? Wie hat das dir dort unten gefallen? Ja, das stimmt. Ich durfte dort einmal ein paar Turnier mitspielen als Außerkonkurrenz in den letzten Flights. Wir haben die Plätze eigentlich alle, von den Plätzen her ist alles wirklich sehr schöne Plätze. Wie die angelegt sind in dieser Natur, mit diesen Pinien, das ist wirklich klasse irgendwo, wirklich schön. Es ist in diesen Turnieren halt auch ein bisschen so gewesen, zum Spielen ist es nicht so ganz super gewesen, weil es sind sehr viele Teilnehmer gewesen. Das Ganze ist extrem langsam geworden. Es ist auch dann nicht irgendwie von einem Marschall her interveniert worden, dass sie vielleicht irgendwie ein bisschen schneller spielen. Das wäre eben auch ein Turnier in Stableford, wo man eigentlich den Ball aufnehmen kann, wenn man keinen Punkt mehr machen kann. Aber die haben also weitergespielt bis zum bitteren Ende, oder? Und dann ist eigentlich der negative Höhepunkt, dass man am dritten Tag, glaube ich, ist es eingenachtet und es ist zu dunkel geworden. Wir haben also unsere Runde nicht können im Turnier fertig spielen, weil es ist schon zu dunkel gewesen. Also nach über 6 Stunden. Und das ist dann
Das ist dann mühsam. Gut, ich muss sagen, es ist ja zwischenzeit und Bellic. Bellic ist eigentlich das Golfcenter, sein Idee, ein bisschen das Fußballcenter. Jetzt eine hypothetische Frage. Wenn ihr jetzt könntet auslesen, einfach, hättet jetzt irgendeine Anlage zu gut auf der ganzen Welt. Und ihr könntet wünschen, ich möchte jetzt einmal im Leben da spielen. Wo würdest du her? Und warum? Augusta. In Amerika. Ist das dort, wo gibt es das Grüne? Ich wegen dem grünen Jäckli, logischerweise, ja. Nein, das muss jetzt ein spezieller Platz sein. Es ist natürlich ein privater Club und ich würde da als Normalsterblicher vermutlich keine Chance haben. Aber das wäre eine. Das wäre mal, sag zwei, dann natürlich das St. Andrews, wo das Mekka, respektive Geburtsort von dem Golf ist, wäre natürlich logisch auch ein Ziel. Das ist aber hingegen möglich, aber Augusta ist ja, für uns eins. Fast unmöglich. Fast unmöglich, ne? Aber trotzdem so, ein Wunsch? Ja, also spontan hätte ich auch Augusta gesagt, aber er es schon, er will es als bevorzugte Destination nennen, ich es natürlich nicht, wenn ich gehe davon aus, dass wenn er geht, dass er mich mitnimmt, oder? Und wenn ich eine Spielberechtigung bekomme in St. Andrews, würde ich ihn mitnehmen, dann wäre es wieder ausgeglichen. Aber St. Andrews wäre natürlich, von dort kommen die Regeln her, das ist das Board vom Golf, das wäre sicher der. Einfach zum Schauen gehen und ein bisschen spielen, wäre sicher ein Traum. Jetzt, wir hatten ja Gelegenheit gehabt, mit dem besten Profigolfer, mit dem Damian Ulrich, Profigolfer Nummer 1 von der Schweiz, einen Flight zu machen vom Goldenberg. Wie war das so vor dem Flight? Ist man da ein bisschen nervös oder hat man irgendeine Vorfreude gehabt? Wie ist es euch gegangen? Also, beides, ja. Sicher hatte ich mega hohe Freude gehabt, dass sie das können machen dürfen machen. Hat natürlich aber dann so gegen den Mittag hin, als ich dann dort in Goldenberg raus bin, ist auch ein bisschen, irgendwo ein bisschen das Kribbeln aufgekommen, oder? Weil es ist einfach nicht ganz natürlich und selbstverständlich. Ich dachte, oh, hoffentlich mache ich nicht irgendwie wirklich alles falsch, oder, heute, weil es ist ja ein Profi dabei, oder? Also so das Kribbeln, das ich natürlich nicht habe, wenn ich am Samstag mit den Kollegen gehe, da geht man wirklich locker. Und da habe ich so beim Abschlag 1 auch gedacht, ja, aber nicht gerade der erste behauen, hey, bitte, und so gehofft, dass das einigermaßen läuft. Hat sich aber sehr schnell gelegt, weil der ist ja so ein natürlicher Mensch, also das war super gewesen. Aber wie ist dir gegangen, das Kribbeln, und wie haben der Damian jetzt auf dem Flight erlebt selber? Ja, lässig, umgänglich natürlich, und mir ist es auch so gegangen, das ist klar, du spielst mit jemandem, der Schweiz beste Golfer ist, und ich, wenn ich bei der Rangliste bei der Schweiz würde schauen, bin ich da irgendwo, glaube 12 oder 13'000 rangiert. Also es sind da kleine Differenzen da. Aber nach dem ersten Schlag, da ist mir dann mit total misslungen, ist es dann Fürsch gegangen und wir haben eine schöne Golfrunde gehabt und man hat natürlich geschaut, was er macht und wie er das anpackt. Und das ist natürlich auch klar, das ist sein Job und das ist natürlich ganz anders. Wenn er meinem Job zuschauen würde, würde er auch sagen, ja, der macht das locker vom Hocker. Also, habt ihr auch Tipps bekommen? Habt ihr auch können profitieren von ihm, seinen Ratschlägen? Er hat vereinzelt, muss ich ehrlich sagen, er hat nicht wollen der Lehrer sein. Er hat gesagt, gefragt, darf ich etwas sagen? Und das waren 2-3 Tipps gewesen. Aber entscheidende noch, einfach wieder mal, dass du sagst, ah ja, genau, stimmt ja. Oder? Aber mehr nicht. Also, wir haben mehr ihm zugeschaut. Auch wie er gesagt hat, muss ich dort und dort durchspielen. Wo ich natürlich grosse Gedanken vom Platz, den ich brauche. Und er spielt dann eigentlich sehr präzise dort an, wo er will. Messi, dir Tipps? Hast du etwas können? Gegen den Schluss dann einmal bei einem Abschlag habe ich schon abgeschlagen. Hat er gesagt, komm, wir haben noch einen Moment Zeit, es geht um nichts. Spiel doch noch mal einen zweiten Ball und mach mal folgende Bewegung. Dann hat mir so einen Bewegungsablauf gezeigt, den ich mal probieren soll. Damit ich eben meinen Schwung etwas besser oder schöner oder überhaupt fertig mache, ist mir dort etwas aufgefallen. Ich bin wahrscheinlich eben auch etwas verkrampft, wenn ich nichts verhauen wollte. Dass ich dann da eben etwas sehr auf sicher gespielt habe. Dann machen wir mal etwas mehr so. Und wie es der Armin sagt, er hat es aber auch gesagt, er will nicht auf mit uns hier auf dem Platz sein, um den Lehrer zu spielen. Eben, wenn wir Fragen haben, ja, Fragen, oder? Das haben wir ja dann auch gemacht. Eben, warum haust du dort an? Du könntest doch nicht probieren, um eine Ecke zu spielen. Und dann haben wir da seine Meinung gehört, dass er eben sagt, bei so einem Loch kann ich einen Schlag und beim zweiten bin ich eh auf dem Green. Was soll ich irgendetwas Spezielles riskieren? Das ist faszinierend, ja. Mhm. Der Kevin Feutz hat ja euch verfolgt, hautnäch, ist er mit auf der Strecke gewesen. Schauen wir doch grad schnell mal seine Bilder an. Thank you.
Die 18 Loch sind vorbei. Damian, du ja als Profi-Golf, als Nummer 1 in der Schweiz. Wie hast du es empfunden, so mit Amateur-Golfern unterwegs zu sein? Ja, das ist nichts Neues für mich. Ich spiele etwa als Pro-Am. Und mich auch egal, was für eine Spielstelle ich das Geld auf dem Platz habe. Also, wir haben es lustig gehabt. Haben Sie etwas können profitieren? Hast du noch ein paar Tipps können geben? Ich hoffe, sie eigentlich können profitieren. Ich gebe nicht gerne zu viele Tipps, weil meistens hat man dann nachher mehr ein Durcheinander, dass es geholfen hat. Also wenn jeder eine Sache ein bisschen mitnehmen kann von dieser Runde, dann ist das schon viel. Ja. Du selber, bist zufrieden gewesen mit deinem Spiel? So lala, das Spiel selber war nicht schlecht gewesen, aber ich habe am einen oder anderen Loch nicht mehr genau gewusst, was durchgeht. Ich habe letztes Jahr das letzte Mal gespielt und da habe ich mal einen verzogen. Also ich habe mich zwei Löcher lang mich ein bisschen geärgert, aber ich habe das nächste wichtig am Wochenende und dann ist es wichtig, dass ich parat bin. Das Wort noch zum Goldenberg-Parkour. Ist gut im Schuss, also, und vor allem um Greens herum ist er tricky, also es sind sehr kleine Greens. Und ich glaube, wenn sie dann mal Clubmeisterschaft haben für die Amateure, machen sie das Green ein bisschen schneller und dann ist er sehr anspruchsvoll. Aber ja. In Schlittl bist du mit dem Dame unterwegs gewesen, ist man da ein bisschen nervös am Anfang? Ja, ich bin nervös gewesen, ja. Das hat man gesehen beim ersten Abschlag, der ist da weit ins Auto raus. Er ist dann nachher gegangen, ist auch gut gewesen mit ihm zum Spielen, muss ich sagen. Hat da können Tipps geben, der eine oder andere, wo man sich wieder in Erinnerung rufen kann, was man es irgendwann schon mal gehört hat. Was ist das genau gewesen? Jetzt gerade der Griff, dass ich zu wenig darauf geschaut habe und durch das die Schläge natürlich nicht sauber gekommen sind. Aber das ist doch, ich habe es gesehen, einige sehr gute Schläge. Ja, im Moment läuft es mir eigentlich nicht schlecht. Ich bin zufrieden. Ich habe gerade letzten Freitag das Handicap wieder abgespielt um 1,2. Heisst, bist du jetzt wo? 16,9. Also haben wir jetzt irgendeinen Schluck verdient? Das würde ich sagen, aber einen grossen. Weiter auf dem Flight war auch Marcel Traber im Messe. Ja, mit dem Damian so unterwegs. Wie war das für ein Gefühl für dich? Ja, es ist mega, mega Gefühl. Also, man hat das Gefühl, das eigene Golf sei eine andere Sportart. Oder? Aber es macht Spass und es war ein riesiges Erlebnis. Und ich gehe wieder mit ihm auf die Runde. Hast du etwas können profitieren? Jetzt, man hat gehört, beim Armin der Schlägergriff. Ja, er hat mir ganz am Schluss noch mal ein Tipp gegeben, den ich aber nicht unbedingt auf dem Platz muss probieren umzusetzen, sondern auf der Driving Range, wenn ich mit meiner Hüfte noch ein bisschen besser mitspielen könnte. Aber ein glatter Trick und ich muss das beim Üben ausprobieren. Noch dein Handicap? 25,6. Friedi Steiger, auch er unterwegs mit dem Damian am Anfang. Ein bisschen komisches Gefühl gehabt? Komisches Gefühl eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut. Hat dann ein bisschen Mühe, das Maul wieder zuzubringen, wenn man ihm seine Schläge sieht. Aber ich denke, du hast etwas können profitieren, ja, oder? Es ist erstens super lässig, mal so einem zuzuschauen. Und von dort her ja, ein bisschen nervös, aber wenn man schön locker wäre, dann wäre es noch besser. Vielleicht noch dein Handicap, Fredi? 26. Also man sieht es, wirklich drei Bomben-Golfsportler. Wir haben es ein bisschen schöner gehabt, der Kameramann und ich. Wir sind auf dem Wägeli gefahren, aber trotzdem, es war der Plausch. Am Schluss in der Zurückkommen muss noch erwähnen, der Friedi Steiger war auch noch mit auf dem Fly. Der ist nicht da. Ich glaube, der ist in Österreich, oder? Am Golf oder sonst irgendwie im Ausland. Richtig, ja. Auch ein Kumpel von euch, der sehr gerne Golf spielt. Weißt du gerade das Handicap von ihm? Ja, jetzt hat er ziemlich zügig abgespielt. Jetzt weiss ich, aber irgendein 25 rum, ja. Aber genau weiss ich es nicht. Weißt du? Ja, ich glaube 26. Ja, also, ja. Aber als wir zurückgekommen sind, dann ist man ja noch ein bisschen gemütlich zusammengeguckt. Und dann ist mir ein bisschen ein Fehler passiert. Ich habe das Handy angelassen. Und dann ist ein Telefon gekommen, ich habe das abgenommen. Und dann bin ich eigentlich zurechtgewiesen worden. Ja, man soll das nicht machen. Also es gibt da schon ein paar Regeln, auch, wie man sich da verhält im Restaurant. Also da will man irgendwie nicht unbedingt. Also lärmen, also einfach, das soll da in einer lockeren Atmosphäre schon sein. Aber einfach nicht, geht eben, dass man da Telefon an- oder abnimmt, also Handyverbot eigentlich draussen. Ja, haben wir. Also explizit einfach auf der Terrasse und im Restaurant rein ist Handyverbot. Aber das ist von Club zu Club verschieden. Und in den meisten Clubs ist es aber so, finde ich auch gut. Wenn man heute so mal schaut, schadet es gar nicht, wenn man das Handy nicht dauernd in der Hand hat. Aber das ist, wie gesagt, verschieden. Und ja,
Und dann wirst du darauf aufmerksam gemacht. Es hat noch andere Regeln, wo man sich benimmt. Die Benimmregeln. Und da muss man sich einfach daran halten. Und das finde ich soweit eigentlich in Ordnung. Jetzt ist ja das Training eine wichtige Voraussetzung, eben da, um das Handicap zu verbessern. Die Technik gehört dazu. Wie gehen die daran? Also, nehmen die da Kurse oder gehen die individuell trainieren? Wie sieht das bei dir jetzt zum Beispiel aus, Messi? Ja, also im Moment nehme ich wieder eine Stunde, so alle zwei Wochen ungefähr, seit einem Monat. Also ich war jetzt dreimal gewesen, weil eben mein Spiel hat irgendwo gelitten. Und selber findet man es irgendwie gar nicht raus, was man falsch macht. Man fängt dann zwar an, etwas zu korrigieren, wo man meint, das ist der Fehler. Die Korrektur ist aber in der Regel eine Verschlimmbesserung, oder? Es geht dann eigentlich irgendwie immer weniger und selber sieht man das nicht. Und dann bin ich dann irgendwie in einer Frust hinein und gesagt, so, jetzt gehe ich zum Pro. Und dann hat er mir da... Musst du vielleicht noch sagen, Pro für dich, nicht Golf, was ein also Pro ist? Zum Golflehrer. Mhm. Pro ist Professional Teacher, oder? Also Profi als Lehrer, ja. Golflehrer. Und der hat dann mir ein bisschen zugeschaut und ist dann recht ernüchternd und gesagt, ist nicht alles ganz falsch, aber etwas hast du dir jetzt angewöhnt, das müssen wir unbedingt in den Griff kriegen, sonst wirst du die ganze Saison hier im Zeug rumhacken. Und das habe ich wirklich nicht gemerkt. Und dann hat er mir es vorgezeigt, wie er meinen Schlag sieht. Und mir auch können erklären, warum das so schlecht rauskommt. Und seitdem arbeite ich eigentlich jetzt, das wieder in den Griff zu bekommen, dass ich meinen falschen Ablauf, der sich wirklich eingeschlichen hat, dass ich den jetzt wieder rausbringe und dann noch ein sicheres Spiel wieder habe. Also vergleichbar auch mit Tennis, wo eine gewisse Technik greifen muss, ja, da sein, oder? Absolut. Wie ist es dir gegangen mit der Trainingseinheit? Gehst du auch mit einem Pro oder sagst du, nein, ich gehe zweimal trainieren in der Woche? Oh, nein, schön wär's. nein, dieses Jahr bin ich jetzt noch nie bei einem Pro gewesen. Letztes Jahr war ich, das hat ein paar grundlegende Sachen mit Gendel. Man hat dann gemerkt, dass es sofort wieder besser geht. Weil ich hier auch die gleiche Phase hatte. Ich habe mich immer verschlimmbessert wie er. Bin dann mit dem Handicap wieder gestiegen und dachte, ja, jetzt muss ich irgendetwas machen. Und das hat sich dann durchgezogen. Ich gehe aber relativ viel spielen und schaue auch während dem Spiel auf dem Platz, dass man das so macht, wie man es eigentlich einmal gelernt hat. Dieses Jahr bin ich jetzt noch nie beim Pro gewesen, weil ich so eine meiner Ebene Sternstunde hatte, das Gefühl kann, ja, das ist es vielleicht nicht so gut, wenn ich zum Pro gehe, dann läuft, ist mein Lauf dann irgendwo vorbei und es geht dann wieder hinten runter. Aber es geht nicht ohne und ich werde jetzt gleich irgendwo nächsten Monat wieder mal etwas in die Richtung unternehmen. Wenn ich jetzt noch mal zum Tennis zurückgehe, da gibt es ja auch so hat einen Lieblingsschlag, ich Backhand, Volley, ich weiss, der Teufel nicht was, ist gut am Netz. Kann man das im Golfsport auch sagen? Also ich habe einen Lieblingsschlag, wo ich stark bin, ob es jetzt ein Weiterschlag ist oder vielleicht das Putten, wo auch immer schwierig ist. Und woran muss man noch feilen? Also ich meine, es gibt ja vieles zum Feilen, aber gibt es da irgendwie so einen Lieblingsschlag? Du feilst immer allem. Genau. Aber gibt es einen Lieblingsschlag, wo du sagst, auf den freue ich mich wieder? Oder einen Abschlag? Oder ich weiss wie lange waren es die Abschläge? Mittlerweile muss ich sagen, ich habe einmal zwischendrin, auf Empfehlung von einem Golffreund von Moritz Brunner, habe ich dann einmal einen Switch gekauft. Ich habe einmal sein dürfen haben. Und das schnell erklären. Es wird für die Annäherung zum Green, oder? Mit einem relativ kleinen Winkel. Und das habe ich mittlerweile richtig gern. Und die Schläge kommen auch in den meisten Fällen so, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und ja, und das ist eigentlich mein Lieblingseisen geworden und auch mein Lieblingsschlag. Klingt auch nicht immer. Messe? Ja, also einen Lieblingsschläger habe ich eigentlich nicht. Es läuft am besten mit dem Eisen 7. Das Eisen 7 ist ja immer das, was man hört. Ja, fangen wir an mit dem Eisen 7, oder? Am meisten. Also wir haben mit einem Eisen 7, glaube ich, angefangen. Die ersten Schwimmen machen wir dort mal im Winterberg. Es ist irgendwie, glaube ich, auch das Eisen, das noch etwas verzeiht. Oder? Man ist nicht allzu weit. Das ist dann wieder der Nachteil. Man muss dann schon mal noch etwas länger nehmen. Aber die Lieblingssituation, der Lieblingsschlag selber, habe ich natürlich, wenn ich 5 cm vor dem Loch bin mit dem Ball, oder? Weil den bringe ich dann sicher rein, oder? Eben, jetzt reden wir gerade vom Putten. Das ist ja etwas, also ich sehe es ja auch bei den Golfturnieren. Wirklich, da gibt es super Golfer und dann irgendwie versagen die Nerven und dann geht er vielleicht ganz knapp an den Rand her. Ist das schon ein bisschen das, wo man einfach sagt, da kann man vieles verlieren?
wenn man nicht gut ja, geht. Richtig. Du verlierst, die meisten Punkte verlierst du ums und auf dem Green. Das ist einfach so, das stelle ich fest. Man liest das immer, man weiß es, aber was macht man? Man geht immer auf die Driving Range am meisten. Obwohl das dort am wenigsten Punkte kannst verlieren bei den Abschlägen und so weiter. Es kommt natürlich auch noch darauf an, und da habe ich nie gedacht, dass Green eine Rolle spielt. Oder? Also wie die Green gepflegt werden. Aber jetzt, nachdem wir jetzt auch wieder dieses Jahr relativ viele Plätze gespielt haben, haben wir natürlich gesehen, aha, das Green ist jetzt irgendwie, auch für uns Amateurs, das Gras ist zu hoch. Und das hat sofort einen Einfluss natürlich aufs Tempo und. Du bist dir gewöhnt, dass du einen gewissen Schwung hast, du denkst dir, die Distanz, du hast jemanden in diesem Ding ausholen und spielen, zu langsam oder viel zu schnell. Jetzt kommt es darauf an, wie hoch dass die natürlich geschnitten sind und wie die aufgebaut sind. Ich hätte das nie geglaubt. Wäre es eigentlich wichtig, eben, gerade wenn ihr jetzt einen Wettkampf habt, dass man vielleicht vorher mal trainieren kann auf so einem Platz? Ist das ein Vorteil? Also es ist ja so, dass du am Tag des Turniers selber nicht mehr auf den Platz trainieren darfst. Das ist irgendwo eine Regel. Aber dass man vielleicht mal sonst war und sagt, hey, der Platz kenne ich, das ist gut. Wenn man ein Turnier hat dort und man hat Zeit, kann man natürlich vor einer Woche vorher mal auf den Platz gehen und spielen. Nicht nur mit dem Green, sondern überhaupt, um den Platz mal gespielt zu haben und eine kleine Ahnung bekommt, wo hat er seine Tücken. Und ja, dann hat man irgendwo schon mal einen Vorgeschmack, wie der Platz kann sein kann. Man hat vielleicht dann bei so einer Übungsrunde ein, zwei Löcher, wo man völlig verzogen hat, dann weiss man auch, dort muss ich noch ein bisschen anders spielen wieder vorgestern, oder? Mhm. Also das ist sicher nicht von Nachteil, wenn man mal vorher auf einen Platz geht. Absolut. Jetzt sagt man immer eben, Kondition, Technik, Wettkampfpraxis, wichtige Sachen, aber ich denke, es kommt am vierten Punkt, mentale Stärke, oder? Also es nützt ja alles nichts, wenn ich es dann nicht umsetzen kann, vom Training in den Wettkampf. Ja, das ist ja so, das kommt auf deine psychische Verfassung. Tagesform eigentlich. Also wenn jetzt du am Arbeiten bist und du sagst, jetzt gar nicht Golf spielen, das haben wir x-mal auch gemacht, du bist vielleicht ein bisschen früher raus, bist auf die Abend um 5 Uhr auf den Golfplatz gegangen, hast von der Arbeit pressiert auf den Golfplatz, damit ja die reservierte Abschlagszeit nicht verpasst ist. Du kommst praktisch unvorbereitet und das ist ganz klar. Also da die ersten 3-4 Löcher kannst du vergessen. Das kannst du wirklich vergessen. Also es ist ja so, du musst dich vorbereiten, du musst dir auch genug Zeit nehmen. Die Regel sagt ja auch, und man empfiehlt es auch in all diesen Büchern, dass man vor einem Turnier oder wenn man geht spielen, sollte eine Stunde vorher auf dem Platz sein. Also nicht auf dem Platz spielen, aber mindestens auf der Anlage sein, um sich, dass man Zeit hat, um sich umzuziehen und. Und sonst ist es einfach halt ein gedrängtes Programm. Ich möchte ganz schnell noch die Etiketten ansprechen. Also, wenn man mal eingangs erwähnt hat, das ist ja, glaube ich, eine halbe Bibel, wo dann da eine Golfbibel, wo man da vieles im Kopf hat, oder weiss man das, oder schaut man schnell das Büchlein an. Also, muss das anlegen? Ist es nicht. Nein, das ist, also Etikette ist nicht irgendwie eine halbe Bibel. Das ist eigentlich sogar eine relativ kurze Geschichte, oder? Also, gut, es gibt so eine zweiteilige Geschichte. Also, man hat doch die Etikette von den Kleidern her, oder? Das hat aber jeder Golfclub, den ich glaube, bis jetzt gespielt habe, hat irgendwo im Clubhaus, auf dem Sekretariat, ein Ding, ein Täfeli, wo angeschrieben ist, dass eben Hosen bei den Männern müssen, bei so Knie, einfach so ein paar Sachen. Die Etikette auf dem Platz ist dann nochmal etwas anderes, oder? Also wo fährt man nicht durch mit dem Bägeli, wo stellt man den Bag nicht ab. Auf dem Platz hat man eben auch ein Leibli in den Hosen und so Sachen. Aber das sind eigentlich Anstands- Regeln, die zum Teil auch im Privaten gelten sollten. Also das ist nicht irgendein Riesenbuch. Wir sind schon fast wieder am Schluss des Talks. Schlussfrage an beide. Was sind so die nächsten Ziele, Visionen, Träume, die wir noch erreichen im Golfsport? Armin? Das, was ich eingangs gesagt habe, mein Handicap verbessern. 15 wäre das Ziel. Wird schwierig werden, aber ich bin zuversichtlich. Und ja, da mal vielleicht weiter vorne klassiert sein am Tap Open an Algarve im November. Aha, da geht es in Richtung Portugal. He? Ja, richtig. Messi? Ja, klar. Jetzt, wie ich auch gesagt habe, ich nehme im Moment wieder ein paar Stunden. Ich hoffe, dass die schnell ein bisschen Früchte tragen und ich irgendwann in einem der nächsten Turnier von meinem 25-7 auch wieder mal ein bisschen gegen runter kann spielen, was eigentlich möglich sein sollte. Aber eben dazu braucht es ein bisschen wieder eine Sicherheit. Und das hat auch mit der mentalen Einstellung zu tun, die Sicherheit. Wenn man gerade nach dem ersten Misshit, wenn ich so etwas die Handnerven schon fast verliere, dann geht es eben nicht. Oder? Also da muss ich
wirklich noch ein bisschen arbeiten, aber das hoffe ich, dass es packt. Also möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, Armin Mese, wünsche euch toi 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 und eben, dass ihr wirklich das Handicap könnt verbessern könnt. Das wäre es bereits wieder vom Sporttalk, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sehen uns wieder am Dienstag und am Mittwoch vom 9 Uhr bis zum 10 Uhr am Abend. Und weiter geht es jetzt mit dem Programm von Schweiz 5. Bleiben Sie weiterhin dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gute Nacht miteinander.